Weihnachtswalderöffnung in Rötschen. Initiator Benedikt Magrian erzählt uns, wie es dazu eigentlich gekommen ist. Die ganze Geschichte ist im Herbst zustande gekommen, während der Herbstferien. Da sind Monika von Bernhard und ich mit einer Horde Kinder in die Eifel gefahren zum Fossiliensammeln. Und auf der Fahrt sagte Monika zu mir, du, der Weihnachtsmarkt fällt aus. Dann haben wir gesagt, der Weihnachtsmarkt fällt aus, das ist ja doof, da müssen wir was tun. Und dann sagt sie, was sollen wir denn da tun? Ja, sag, vielleicht wäre es eine Idee, Weihnachtsbäume aufzustellen. Dann sagt Monika, ja, ein Weihnachtsbaumwald, da wäre doch cool. Und dann haben wir während der Fahrt in die Eifel das weiter ausgesponnen. Und auf dem Rückweg war irgendwie klar, wir wollen einen Weihnachtsbaumwald machen, indem wir gucken, dass wir 30 Weihnachtsbäume bekommen und alle das gesellschaftliche Leben des Dorfes irgendwie abgebildet bekommen. Das heißt also nicht bloß die Sportvereine, sondern eben auch zum Beispiel die Damen, die Corona-Masken gebaut haben und das Seniorenzentrum und die Caritas-Helferinnen und alle diese, genauso wie den TV und die Parteien. Gesagt, getan. Und das Engagement bei den Baumschmückern war riesig und vor allen Dingen sehr einfallsreich, meint auch die Initiatorin der Maskennähaktion in diesem Jahr, Eva Totze. Ja, und als dann hier das Ganze ins Leben gerufen wurde mit den Bäumen in Rötschen, wurde gefragt, ob da nicht nochmal an die Aktion erinnert werden kann. Und ja, somit haben wir verschiedene Masken in Miniaturformat kreiert, die dann eben auch als Baumschmuck dienen können. Dann haben wir aber gemerkt, das kriegen wir alleine nicht hin, das ist ein bisschen groß. Und dann haben wir uns an den Vorsitzenden des Ortskartells gewandt und der hat uns dann Hilfe versprochen. Daraufhin haben wir als Ortskartell mit dem Bürgermeister gesprochen, die einzelnen Vorschläge besprochen und übrig geblieben sind halt die beiden Aktionen mit dem Weihnachtsbaumwald hier vorm Rathaus und der große Maibaum auf dem Marktplatz. Das sind die beiden Sachen, die wir nachher im Endeffekt als machbar erachtet haben. Und dann sind wir vom Ortskartell hingegangen, haben zu dieser Weihnachtsbaumaktion hier vorm Rathaus alle Vereine angeschrieben und gefragt, wer einen Baum schmücken möchte. Und dann sind innerhalb von 2-3 Tagen alle Bäume weg gewesen. Wir sind froh, dass alle so schnell geschmückt worden sind und haben auch noch ein paar nachbestellt nachher. Und alle haben sich super gefreut. Beim Aufbauen war es ganz toll hier. Ich habe immer wieder beim Aufbauen hier gemerkt, wie Leute kamen, die dann ihre Kügelchen aufgehängt haben. Die waren alle total glücklich. Das Feedback in den sozialen Medien ist grandios. Ich habe gestern Abend ein Bild von dem wunderschönen Adventskranz reingestellt. Nach 6 Stunden 160 Likes, sowas habe ich noch nie erlebt. Also ich merke einfach, es ist eine ganz große positive Emotion hier im Dorf für diese Aktion. Es ist ein Durchmarsch für die Rötschenerinnen und Rötschener. Also es ist so typisch für Rötchen. Also selbst wenn die Zeiten trist sind und der Weihnachtsmarkt nicht stattfinden kann und wir alle irgendwo eingeschränkt sind in dem, was wir tun können, dann gibt es ein paar Rötschener Bürger, die haben gute Ideen und die haben nicht nur die Ideen, sondern die setzen die um und bringen das Dorf in Bewegung mit Abstand und mit Anstand und dann entsteht so ein kleiner Weihnachtsbaumwald. Das ist großartig. Mit den passenden weihnachtlichen Klängen vom jungen Rötschener Trompeter André Moosmeier. Und so konnte ein wenig darüber hinweggesehen werden, dass es auch in Rötschen 2020 keinen Weihnachtsmarkt gibt. Aber vielleicht im nächsten Jahr zusätzlich wieder einen Weihnachtswald.